Hallo, nachdem wir jetzt die Änderungen zusammengeführt haben und quasi jetzt die Endversion fertig ist, also das, was wir ausliefern können, soll das Ganze jetzt natürlich noch publiziert werden. Ich fange dazu jetzt nochmal an der Stelle an, wo wir uns nochmal einen Überblick verschaffen, wie das im GitHub aussieht, also wie die Repositories jetzt aussehen, und dann werden wir es von da aus auf den Webserver publizieren. Dann muss das Ganze jetzt ja noch hier rüber, also auf die andere Seite. Das machen wir wieder mit einem Commit. Also jetzt haben wir diese Version hier aufgeräumt. Ja, also im Moment ist die ja noch so gelb. Ja, das heißt, wir haben die jetzt bearbeitet, dann haben wir dran rumgeschraubt und sind uns jetzt einig, dass die gut ist, ja, dass die so passt, wie sie sein soll. Und jetzt committen wir sie quasi ins lokale Repository. Einmal da rein. Ja, und jetzt sehen wir hier, also unsere Issue 1 ist noch hier. Unser Master ist da und unser Head zeigt auf den Master. Gut, jetzt das Ganze einmal rüber gepusht, also auf die gegenüberliegende Seite, und dann sehen wir, wird hier die komplette Versionshistorie eingebaut, also diese ganze Branch-Historie wird eingebaut und das Ganze wird dann entsprechend nach zu GitHub übertragen. Schauen wir mal eben rein bei GitHub. Also schauen wir mal in unseren Code rein. Dann sehen wir hier unter Insights können wir das sehen. Also hier gibt es dieses Network und da sehen wir jetzt, aha, alles klar. Es ist also Folgendes passiert. Das hier vorne ist unser Initial Commit. Dann kommt das Create Ignore. Dann kommt diese Implementierung der ganzen Seite. Dann gibt es zwei Wege. Einmal der Weg hier, wo wir den Issue 2 mit der Sieglinde fertig machen und dann hier hin zu dem Merge führen. Und dann gibt es hier den, mit dem wir angefangen hatten, also dieses Starting an der Nummer 1 zu arbeiten mit dem Impressum. Und entsprechend dann hier das Abschließen von dem Impressum und entsprechend der Merge. Production sehen wir, liegt noch hier. Ja, das passt ja zu dem, was wir uns vorgestellt haben. Ja, der liegt ja hier auch noch an der Stelle. Gut, das wollen wir ändern. Also muss jetzt erstmal der alte Production Branch weg. Das ist ein kleines Problem. Also git branch minus d production und weg damit. Das Ganze auch gegenüber. Also auf der anderen Seite soll die Production auch weg und dann sehen wir, wie die verschwindet. Und jetzt erzeugen wir uns einen neuen Production Branch. Ja, der erscheint dann hier und gehen in diesen Production Branch rein. Ja, also der Head wird jetzt umgeschaltet auf Production und dann schieben wir das eben auf die gegenüberliegende Seite, so dass es im Remote Repository auch drin ist. So, jetzt haben wir quasi eine Produktionsversion. Das haben wir alles gemerged. Wir hatten es ja auch getestet. Das heißt also, die gemergte Version sollte funktionieren. Also können wir die jetzt auch publizieren, sprich auf dem Produktivsystem auschecken, also Produktivsystem leer machen und dann entsprechend da mit dem Single Branch auschecken und wenn das jetzt durch ist, dann schauen wir mal, ob es auch geklappt hat. Schauen wir mal hier, Produktivsystem sieht gut aus, da haben wir jetzt ein Impressum. Was sagt der Chrome? Ja, alles wunderbar. Das war nicht remote, hier, das ist remote, alles klar. Dann schauen wir hier mal aufs Produktivsystem. Aha, also das Impressum funktioniert hier auch. Und was sagt er hier? Ja, scheint auch soweit zu funktionieren. Also können wir jetzt das Ganze abschließen. Gehen wir also wieder auf unserem Projektmanagement-Tool vorbei und bauen uns, gehen erstmal bei dem Issue rein und sagen, okay, dieser Issue. Den haben wir jetzt also quasi erledigt. Sehen wir hier Starting bis Impressum und so weiter. Alles, was verlinkt ist, wird hier angezeigt. Das passt.
machen wir den zu. Ja, das haben wir jetzt quasi geschafft. Und dann brauchen wir noch eine Release dazu. Also Draft a New Release. Die nennen wir jetzt mal 2.0. Das war ja so dieser erste Auftrag, nämlich das Eintragen von dem Impressum. Dritte Version mit Impressum. Und dann geben wir die auch raus. Das ist unsere dritte Release. Und jetzt sehen wir, hier sind unsere ganzen Releases. Und jeweils hier kann ich dann schauen, auf welchem Tag die aufsetzen. Und dann sehe ich, das sind hier die Änderungen. Kann man also direkt reinschauen. Und wie gesagt, unter Insights kann man hier genau dieses Netzwerk einmal sehen. Ne? Also hier haben wir ja diesen Branch mit der 2, also wo es um die Sieglinde ging. Und das hier ist der Branch, wo es um das Impressum ging. Gut, schauen wir uns das auch nochmal lokal an. Also wir sehen jetzt hier, also das ist unser Initial Commit, dann geht es hier hoch und dann sehen wir diese Aufteilung, das ist einmal hier diese Sieglinde gelöscht und dann eben hier dieser Branch mit dem Verbauen von dem Impressum, ja, und dann sehen wir hier oben läuft es jetzt zusammen und ist dann eben hier entsprechend wird es gemerged. Was wir noch sehen ist, dass der Issue 0 noch hier drin steht, der kann natürlich dann auch weg. Also löschen von dem Issue 1 und dann ist eigentlich unser System auch wieder sauber. Schauen wir nochmal rein. Ja, also wir sehen hier, das passt alles zusammen. Hier steht jetzt unsere Reihenfolge für den Issue 1, das ist die für den Issue 2 und das Ganze ist jetzt sauber dokumentiert. Wir können es hier nachvollziehen und wir können es auch in unserer GitHub-Historie nachvollziehen. So, das war jetzt der dritte große Block. Ein Workflow am Beispiel von Git mit GitHub, also GitHub als entferntes Plattform. Nochmal ganz kurz, was haben wir gemacht? Also wir haben die Entwicklungslinien mit Branching auseinandergenommen. Wir haben festgestellt, dass es ganz praktisch ist, ein Issue-Management zu haben. Wir haben gelernt, wie man diese Entwicklungslinien wieder zusammenführt. Und dann haben wir uns ein kleines PHP-Beispiel angeschaut und anhand dieses Beispiels dann einfach mal durchgespielt, was tue ich denn, wenn ich eine Änderung mache? Also ich lege ein Issue an, dann mache ich mir einen Entwicklungsbranch, entwickle die Änderungen in dem Branch. Was passiert, wenn ich zwischendurch mal ganz schnell reagieren muss, dass ich dann eben von meinem ursprünglichen stabilen Branch ausgehend einen Hotfix erstelle, diesen Hotfix dann entsprechend publiziere, dann wieder auf meinen Entwicklungsbranch umschalte und entsprechend den Entwicklungsbranch abschließe, um dann am Ende das alles wieder zusammenzuführen mit dem Merge-Tool und dann eben entsprechend eine Version zu publizieren, die sowohl meine Neuentwicklung enthält, als auch das, was ich in dem Hotfix gemacht habe. Das Ganze ist jetzt an der Stelle quasi abgeschlossen. Also das ist jetzt ein Workflow, wie man ihn leben kann und wie man vielleicht auch, wenn man ihn lebt, den Vorteil hat, dass man anhand seines Issue-Management nachher nachvollziehen kann, was man gemacht hat. Als nächstes kommt jetzt die Integration des Visual Studio, weil wir ja in diesem Semester Visual Studio benutzen, sodass Sie dann mal sehen, wie man das innerhalb des Visual Studios macht. Wir haben ja jetzt immer die Kommandozeile verwendet und die Befehle, die wir jetzt kennengelernt haben, die gibt es genauso als Knöpfe dann später in der Visual Studio Integration.